Freunde, was poppin? Herzlich willkommen zum Karnevalsvlog. Heute ist der 11.11. Es ist leider nicht mehr 11.11 Uhr, es ist schon 12.11 Uhr. Ich bin ein bisschen spät, weil ich habe mich fertig gemacht. Ah, man sieht gerade nicht so viel von meinem Outfit. Wir machen gleich einen kleinen Outfit-Check. Ich bin verkleidet als Militär oder so. Keine Ahnung, Militärsfrau, I don't know. Ich habe ja auch so richtig coole Gurte und so. Und wir sind gerade auf den Ringen. Es ist verdächtig leer hier. Ich dachte, es wäre katastrophal psychosenhaft hier. Aber es ist eigentlich doch sehr entspannt. Wir sind jetzt auf dem Weg. Was heißt wir? Ich bin alleine, Chat. Ich bin actually alleine. Ich bin jetzt auf dem Weg zu Mikos. Wir treffen uns da mit Shady und Co. Shady macht seine private Influencer-Party. Und ich werde euch ein paar Influencers abfilmen. Und wir freuen uns. Und ich war gerade eben schon am Kiosk und ich habe mein Frühstück besorgt. Und zwar diese beiden hier. Diese zwei Süßen werden mein Frühstück heute sein. Ich weiß noch nicht, wer die Ehre haben wird, diesen Feigling mit mir zu teilen. Ich werde mir gleich einen aussuchen. Und wir werden zusammen on cam trinken. Wir freuen uns und wir gehen rein, Freunde. Let's go. Also wir trinken so, eine der ersten Personen, die ich hier getrunken habe. Was? Die ich getroffen? Getroffen habe. Hi! Ich bin heute als Arzt und Verarzt in Zülpicher Platz. Upsi. Wir gehen mehr schief als das. Also Noah hat die Ehre, mit mir den Feigling zu trinken. So. Da fühle ich mich geehrt. Prost! Stößchen! Stößchen! Warum trinkt man eigentlich Feigling? Ziemlich widerlich, oder? Ja, soll ich dir sagen, warum ich das gekauft habe? Sag. Das war das günstigste am Kiosk. So. Freunde, ich habe hier den Felix getroffen. Man denkt Kostüm, aber es ist echt. Ist nicht mehr da, wo sie sein soll, sag ich, wie es ist. Kann ich nichts mehr machen. Das glaubst du mir jetzt wirklich gar nicht, aber ich war in Vietnam und ein Mönch hat meine Kniescheibe rausgetreten. Erzähl nur Scheiße, glaub ihm nichts. Größte Lüge, nee, meine Kniescheibe ist rausgesprungen, weil mir ein Mönch Kampfsport durchgegeben hat. Der mir meine Kniescheibe rausgetreten. Story. Süße Maus, guck mal, wie cool das Kostüm ist. Yay, einfach selbst gemacht. So hübsch. Oh, oh, mach zu, geschlossene Gesellschaft, genau. Super, du bist Radiant. Ich bin Red. Aber bist du auch Radiant im Trinken? Zeig mal. X. Ja, der Krieger. Der wahre Krieger. Und weiter und das Land schon. Oh mein Gott. Ja. Nee. Lass das. Süß. Sag was. Sag was Cooles. Was Cooles. Danke dir. Du musst doch starten. Hast ja, ich habe mein Kameramann ist betrunken. Okay, mach einmal Dong auf mein Kopf, aber nicht zu fest, okay? Nicht zu fest, das geht ja mal. Nimmst du schon? Ja. Aua! Okay, cool. Ja, geiler Vlog, Oh, mein Freund. Ja? Was machst du hier? Da steigt die Party. Du bist hier. Was machst du? Brauchen wir eine kleine Pause? Woher hast du die Brille? Nur ohne Spaß, die steht hier. Ja, sieht echt gut aus. Kannst du mal so ein bisschen ASMR machen? Also kannst du so an den Gläsern so tippen und so? Ich hab keine Fingernägel. Darf ich? Ja. Nein, darfst du mehr. Freunde, subscribe auf meinem neuen ASMR-Channel. Wichtig und wichtig. Haben wir mal wieder einen Kölsch zu viel getrunken, ne? Ich? Ja. Mach ich den Eindruck? Bisschen. Werbung für dich, was machst du? Verkauf dich mal gut. Also, nochmal, du bist hier so im Anzug und so. Mach mal Business jetzt. Also ich bin Marvin, ja. Ich bin 23 Jahre alt, ich bin Single, ich kann singen. Mach mal. Remember those walls up here, baby, they're tumbling down. You didn't even put up a fight, you didn't even make a sound. Wenn Leute immer so sagen, so sie rappen oder singen, ich krieg direkt Gänsehaut. Ich bin immer so, oh mein Gott, das wird nicht gut. Danke. Aber das war not bad. Das war echt gut. Not bad oder gut? Na, so ein Zwischending zwischen beiden. So, ich brauche das für mein FLOG. Die Dame war bis gerade in der Schule, aber Schauspielschule, das ist übel geil. Jetzt musst du acten. Was soll ich denn machen? Mach irgendwie Sketch. Mädchen, spinnst du? Was kaufst du mir meine Vape? Ich brauche Nikotin! Das nicht mal Schauspieler, das ist real. Ja, ich brauche wirklich Nikotin. Das ist real. Ich höre jetzt auf zu Vape. Okay, Freunde, wir machen jetzt einen Alkoholtest. Mit Noah, kannst du es aufmachen? Klar! Was schätzt du, wie viel Promille hast du? Boah, ich glaube, ich schätze, ich hab unter 1 Promille. Ich habe noch nicht viel getrunken. Ich bin brav. Sehr brav. Hallo!
Ich sag's dir, 4 Promille. YouTuber. Meine kurzes Update, ich glaube, wir haben mittlerweile 15, 16 Uhr, keine Ahnung, ich habe nicht auf die Uhr geschaut. Wir sind jetzt auf dem Weg zum Tilti. Wir filmen mit Noah Z und Carsten hinter der Kamera. Ich begleite natürlich meinen Kollegen Noah Z, weil ich bin Freund und Supporter. Ist aber relativ kalt und ich bin ein bisschen müde, weil ich habe diese Nacht nur 3 Stunden geschlafen. Deswegen, also ich glaube, ich werde heute nicht alt, obwohl ich schon alt bin. Aber noch viel älter werde ich nicht. Ich mache noch, glaube ich, so eine Stunde auf 2 und dann schlafe ich. Ich will in mein Bett. Ich bin zu alt für den Scheiß. Es ist so geil. Noah ist einfach zu schüchtern. Noah macht diese Scheiße mit YouTube und Stream und so. Nein, Noah macht Scheiße seit Jahren und ist zu schüchtern, um Leute einfach zu fragen, was ist dein Bodycount? Heute schon rumgemacht. Er fragt die ganze Zeit Carsten, ihn hier, so, was soll ich fragen? Noah, das ist dein Job, seit Jahren, straff dich jetzt. Ich versuche die richtigen Leute zu finden. Wir sind gerade in einer Location, wo hier noch nicht so... Ganz kurz, ist es niemand hier? Guck mal ganz kurz. Niemand. Nee, es ist niemand da. Nein, tot. Kölner Karneval, tot. Wir gehen jetzt zurück. Es wird eine geile Umfahrt, vertraut mir. Ausrufezeichen. Ja. Ey, verlinkt mal Noahs Channel jetzt hier. Hey. Richtig. Auch mal die Kollegen supporten. Wir gönnen. Freunde, wir haben gerade eine Dame interviewt, die arbeitet beim Rundfunk. Und wir meinten so, ja, was machst du da? Und die so, ja, voll Schreckung. Und dann dachte ich mir schon so, oh, dann sollte ich wahrscheinlich nicht mit ihr reden, weil ich habe tatsächlich schon ein bisschen länger meine Rundfunkgebühren nicht bezahlt. Aber erzähl's bitte keinem. Also jetzt schon so 1,5 Jahre oder so. Alles gut. Ich mache alle 3 Jahre oder so bezahle ich die dann so auf einen Schlag. Und sie meinte so zu mir, ja, du musst die bezahlen und so. Ich so, ja, ab wann vollstreckt ihr denn? Und die so, ja, immer nach einem halben Jahr. Und ich so, das ist gelogen, weil ich habe schon seit über einem Jahr nicht bezahlt. Und die so, ja, wo wohnst du denn? Und ich so, sag ich dir nicht, ha! Ich sag so, Bougie Baby, Leute, lasst alle ein Follow da, ein ja, Like, Moment, ein Abonnenten. Moment. Leute, lasst alle ein Like da, Leute. Sie ist so korrekt, Leute, lasst alle ein Like da, Leute. Was macht ihr denn? Elfter Platz. Das war schlecht. Freunde, es sind mittlerweile irgendwie 18, 19 Uhr, mir ist viel zu kalt. Ich steppe jetzt nach Hause. Ich gehe jetzt zur Bahn, dann gehe ich nach Hause und dann gehe ich Schlafi machen. Es reicht. Es hat sich ausgetrunken, ausgefeiert. Noah, sag tschüss. Mach mein Outro jetzt. Das ist schon das Outro? Ja, das ist schon das. Es ist Feierabend jetzt. Es reicht. Alter. Es langt. Es gibt kein Outro, meine Dame. Da muss ich dich leider enttäuschen. Du bist gezwungen weiterzumachen, bis das Outro final eingesprochen wird. Auch mal das Video liken, meinen Channel abonnieren und kommentieren, ob ihr auch Karneval gefeiert habt in Köln am 11.11. Stimmung, yeah! Und folgt dem ASMR-Channel. Oh, wichtig, ja! Yeah.